Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei MacBooks Unibodies oder MacBook Pro Unibody 2012 und älter, also die Non-Retina-Geräte, wo man noch ganz normale HDDs und Arbeitsspeicher wechseln kann, ihr diese wechseln könnt. In dem Fall Arbeitsspeicher und Festplatte gegen SSD. Wir fangen an. Zunächst öffnen wir das Gerät. In meinem Fall ist die Rückblende schon geöffnet. Das heißt, da müsst ihr in dem Fall ganz normal die Schrauben rausschrauben. Das heißt, wir drehen einmal um, haben hier die Schrauben, die entfernt ihr. In dem Fall sind es Kreuzschrauben und noch nicht Pentalob bzw. Torx. Ich glaube, Pentalob ist es primär bei den neuen Geräten. Das heißt, da sind es noch ganz normale Kreuzschrauben. Und dann habt ihr hier einmal den Inhalt. In meinem Fall hatte ich die SSD schon eingebaut, aber ich zeige euch, wie ihr die tauscht, genauso wie den Arbeitsspeicher. Als erstes würde ich immer erst den Akku rausnehmen bzw. entfernen. Dann nehmen wir einmal kurz unser iFixit-Kit. Packe ich euch wieder in die Beschreibung, wie bei den letzten Anpassungen. Hier sieht man schon, der war nämlich schon mal draußen. Lag daran, dass der Akku irgendwie halb festgeklebt war an der Rückseite. Das heißt, hier machen wir einmal kurz mit dem kleinen Plastik mal den hoch. Dann können wir nämlich hier so rausheben. Hier sieht man, der ist hier eingesteckt bei den drei Schraubenlöchern bzw. bei den Befestigungslöchern. Genau. So, dann haben wir einmal den Akku entfernt. Hier ist das Laufwerk, weil das sind noch die Rechner mit den, die MacBooks mit den Laufwerken. Irrelevant, kommt noch mal ein anderes Video, da zeige ich euch, wie ihr das Teil austauschen könnt und dort eine Festplatte einbaut, damit ihr das Laufwerk für DVD bzw. Festplatten nutzen könnt. So, genau, dann legen wir los. Ich zeige euch das erstmal bei den RAM-Riegeln. Das heißt, das funktioniert wie beim Mac Mini eigentlich auch. Ihr geht ganz normal mit dem Plastikteil dran, hebelt es auf und dann habt ihr hier einmal den Arbeitsspeicher. Ich zeige ihn euch mal. Den Arbeitsspeicher verlinke ich euch auch. Der ist optimal. Das heißt, das ist in dem Fall jetzt ein 2009er Modell. Die RAM-Riegel passen bei 2009 und 2010. Da müsst ihr halt immer mal gucken, welche Modellreihe ihr habt. Wenn natürlich älter als 2009, kann es sein, dass es noch DDR2 ist. Somit ist am sinnvollsten so, ich sage es mal so 2010, 2011, die Geräte. So, jetzt können wir kurz gucken. Hier sehen wir, das ist ganz normal DDR3. Ja, Autofokus ist super oder auch nicht. Genau, DDR3-Regel 1300er bzw. 1066er Megahertz. Packe ich euch unten die Beschreibung, dann könnt ihr die Regel nämlich euch organisieren, wenn ihr zum Beispiel einen MacBook Pro 2009 oder 2010 habt. So, dann stecken wir es erstmal wieder rein. So, reinstecken. Genau. Ich gucke gerade nochmal, dass er richtig drin ist. Da muss man nämlich auf Nummer sicher gehen. Genau. So. Hier sieht man dann die Leiste, die den Akkubereich zu dem RAM-Bereich trennt. So, jetzt nächster Punkt, SSD. Da ist eigentlich einfach hier die zwei Schrauben zu lösen. Dafür benutzt man unser iFixit-Kit mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher. Das heißt, da sind es auch wieder Kreuzschrauben. Haben wir hier einmal. Und ihr seht hier die zwei Schrauben. Hier sind zwei kleine Schrauben, die halten so einen Bügel. Das zeige ich euch mal kurz. Das heißt, hier schrauben wir ganz normal raus. So und so. Und dann könnt ihr diesen Bügel einfach hochheben und seht, dass die SSD hier eingeklinkt ist. Die Originalschrauben habe ich nicht mehr, deswegen habe ich dann irgendwelche anderen genommen, die ähnlich sind, die halt in diesen Schlitten reinpassen. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr nämlich die jetzt rausnehmt, seht hier unten dieses Stück, wo man die Schraube reinlegen kann. Hier habt ihr dann ein Flachbandkabel, was ganz normal an SATA angeklemmt ist. Das heißt, das ist ganz normal SATA. Ich weiß nicht, ob es sogar schon SATA 3 sieht. Ich glaube, es ist noch SATA 2. Also SATA 2 oder SATA 3. Das heißt, ihr schraubt die zwei Schrauben rein.
Ihr seht schon, hier ist schon ein Teil abgeprackelt. Das hang hier drin. Das heißt, das gehört eigentlich hier unten rein. Das ist schon rausgegangen. Das heißt, das steckt man dann so rein und dann hält die schon. Das heißt, normalerweise hat man hier zwei Schrauben, dann steckt man es hier rein und dann legt man es da rein. Dann hält es extrem. Und so wie ich es jetzt schon habe, dann hält es eigentlich auch schon. Das heißt, wir stecken es einmal wieder dran. Gucken, dass es passt, genau. Dann einmal so und einmal so. Jetzt sehen wir hier das kleine Stück, das wir es noch gerade machen müssen. So, einmal auf Nummer sicher gehen. Gucken wir mal, wir das hier noch runterdrücken. Beziehungsweise ich mache das mal kurz ab und stecke das mal wieder da rein. Das kann leider immer mal passieren. Hier sieht man, hier sind die kleinen Laschen. Das heißt, da stecken wir es einmal rein. Genau, steckt wieder drin. Das heißt, wir machen es einmal so. Stecken die Platte dazwischen. Und ihr seht, jetzt können wir den Schacht, beziehungsweise dieses Element einfach wieder draufstecken. Und können es dann hier mit festschrauben. Das heißt, ihr nehmt den kleinen Schraubenzieher wie eben. Und schraubt es wieder zu. Einmal hier. Man sieht schon, es hält. Und dann einmal hier. Und schon hält das Ding und bewegt sich nicht mehr. Man müsste es hier extrem dran rumreißen. Das heißt, hier wird es dagegen gedrückt und hier wird es dran gedrückt. Das heißt, der ist ja einmal fertig. Und am Ende packt er dann den Akku wieder rein. Das heißt, als erstes hier rein. Dann so. Und dann einmal den Stecker wieder drauf. So, Stecker drauf. In meinem Fall ist der Akku auch schon langsam durch. Akkutausch zeige ich euch dann auch nochmal. Aber an sich ist es einfach nur rausziehen und einen anderen reinstecken. Das geht halt bei denen noch. Spätestens ab 2012 Retina geht der ganze Kram nicht mehr. Arbeitsspeicher verlötet. SSD kann man noch tauschen, aber eher schwierig. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Aber das Einzige, was halt noch ausgetauscht werden kann, ist dann primär noch die SSD. Akkus zum Beispiel sind komplett verklebt. Und natürlich gibt es kein Laufwerk mehr. Aber die meisten Leute nutzen heutzutage eh keine DVD-Laufwerke mehr. Wenn man eins braucht, nimmt man externen. So, genau. Am Ende kommt dann noch die Rückseite drauf und wird wieder zusammengeschraubt. Es sind ein paar Schräubchen hinten, ein paar längere, vorne ein paar kürzere. Und das war es dann schon gewesen. Ja, Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!